Es begab sich vor nicht allzu langer Zeit an einem gar nicht so weit entfernten Ort, dass Mario und seine Freunde eine neue Welt erschufen. Sie tauften diese Welt Mario Land. Doch eine Person konnte sich mit dem Namen Mario Land gar nicht anfreunden. Es war Marios Erzrivale, der Schurke Wario. Da Wario der Meinung war, er wäre der einzige Superheld, wollte er die Welt Wario Land taufen. Tor. Kaum waren seine Worte verhallt, entbrannte der Streit um die Superhelden. Doch dann hatte Prinzessin Toadstool eine Idee. Ich weiß seinen Namen. Der Text geht so schnell vorbei, ey. Wer soll den Streit schlichten können, wenn nicht die Prinzessin, dachten die anderen. Die Welt sollte den folgenden Namen tragen. Peachland. Doch, es finden alle irgendwie bescheuert, sogar Toad. Und so setzen sie ihren hitzigen Streit fort. Etwa zur gleichen Zeit näherte sich eine schreckliche Bedrohung dem Mario Land. Wer könnte das nur sein? Oha! Eine fette Schildkröte. Bowser erschien ohne Vorwarnung und fing an, Mario Land anzugreifen. Es war schrecklich. Ein Koopa, der fast abgefackelt wird. Toad, der ebenfalls fast abgefackelt wird, der aber irgendwie immun gegen Feuer ist. Ein freundlicher Koopa machte sie sogleich auf den Weg, Mario und seine Freunde zu warnen. Du bist aber nicht Koopa. Eigentlich bist du doch Bowsers Gefolgsleut. Gefolgsmann, wollte ich sagen. Er mobilisierte die letzten Kräfte und schrie so laut er konnte: Bowser greift Mario Land an! Doch niemand schenkte ihm Gehör. Da platzte Toad der Kragen. Bowser zerstörte Mario Land. Er rief, warum benennen wir die Welt nicht nach dem Superhelden, der Bowser besiegt? Das klingt nach einem ebenbürtigen Plan. Oha. Ja, es scheint, jeder ist einverstanden. Auch DK. Mario und seine Freunde schauten einander. Sie nahmen die Beine in die Hand und eilten so schnell sie konnten in Richtung Mario Land. Der Text geht echt so affig schnell vorbei. Aber würden sie es wirklich gelingen, Mario Land aus Bowsers Klauen zu befreien? So begann die Geschichte von Mario Land. Lasst uns schauen, wie sie weitergeht. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Mit dem schönen Titel Mario Party 2 von Nintendo und Hudson Soft herausgegeben für die N64. Press Start. Ja, dann wollen wir doch mal Start pressen. Hallo Toad. Hallo und herzlich willkommen im Mario Land. Die Qual der Woll. Wohin soll es gehen? Hier können wir die Regeln anschauen. Hier können wir ins Optionslabor, das keinen Mensch interessiert. Hier unten, Moment. Wie kommt man da nochmal hin? Ja, genau hier. Können wir das Minispielland betreten, das aber auch keinen interessiert. Und hier gibt es jetzt nun 5 Spielbretter. Das Piratenland, das Westernland, das Spaceland, das Mysteryland und das Horrorland. Die Regeln von Mario Party erkläre ich euch im Laufe des Spieles. Wir beginnen mit Level 1. Werdet Piraten und sucht auf einer Tropeninsel nach einem Schatz. Level 1. Also die Schwierigkeit wird da immer angegeben in Sternen, die das Spielbrett so mit sich bringt. Also dann auf geht's ins Piratenland. So. Ich spiele das Spiel hier zum ersten Mal, kenn's aber eigentlich. Zuerst müssen wir einige Einstellungen vornehmen. Wie viele Spiele sollen teilnehmen? Ja, ich bin Forever Alone, also spiele ich alleine. So. Mario Party 2 beinhaltet 6 spielbare Characters. Wir werden auf jeden Fall jede Mal durchspielen. Und wir beginnen mit unserem Protagonisten Mario. Und jetzt müssen wir noch 3 Computergegner auswählen. Wer wäre denn nicht dazu geeignet als der Antagonist Erzrivale Wario, der frühere Erzfeind, DK und natürlich noch sein Bro,
Luigi. Peach und Yoshi dürfen die erste Runde mal aussetzen. So, da ich es zum ersten Mal spiele, hier kann man die CPUs einheitlich und individuell gestalten. Ich lasse sie alle einheitlich auf normal. Wenn es mir zu einfach ist, vielleicht habe ich ja übelsten Skill in diesem Spiel, wir werden es herausfinden, werde ich sie vielleicht alle auf hart mal stellen. Wir spielen 20 Runden, das reicht auf jeden Fall. Und wir spielen natürlich mit den Bonussternen, damit es auf jeden Fall spannend bleibt. Und es geht auch schon los. Pirate Land. Ja. Da, Koopa! Mhm. Und da sind wir auch schon. Ahoi, Freunde, da wären wir. Das ist das Piratenland. Die kleine Tropeninsel, auf der wir uns befinden, ist ein beliebtes Ziel vieler schatzsuchender Piraten. Auch ihr seid Piraten und streift auf der Suche nach Beute über die Insel. Eure wichtigste Aufgabe ist es... Oha. Captain Barbossa. Captain Bowser auszustechen und den Schatz vor eurem Erzrivalen zu finden. Besiegt Bowser, um die Superhelden im Piratenland zu werden. Alle Mann an Deck, setzt die Segel. Doch bevor wir beginnen, müssen wir noch die Startreihenfolge ermitteln. Boah, Bowser wurde erstmal zerschmettert. Ich lasse euch mal... Jawohl. Der Startreihenfolge steht... die Startreihenfolge steht fest. Mario ist erster. Wario. Die Nummer 2, DK, die Nummer 3 und Luigi, die Nummer 4. Außerdem habe ich noch ein Geschenk für euch. Jeder erhält zum Start 10 Münzen. Macht das Beste draus. Ja, ich bin gespannt, wer von euch der Superheld in diesem Land wird. Also dann, los geht's, viel Glück. So. Lasst mich euch zeigen, wo ihr den ersten Stern finden könnt. Hier unten also. Interesting. Ja. Ein Stern kostet 20 Münzen. Das Spielprinzip von Mario Party erkläre ich euch jetzt. Es ist ein Brettspiel sozusagen. Ah. Okay. Baby Boss erkläre ich euch auch mal. So. Wir haben jetzt... Also es ist rundenbasierend, deswegen haben wir auch 20 Runden ausgewählt. Wir würfeln jetzt unsere Zahl. Eine super glatte 10. Fängt schon mal sehr, sehr geil an. Hm. Die Bank ist nicht so toll. Wenn wir darüber laufen, müssen wir 5 unserer ja, wertvollen Münzen abgeben. Und Koopa ja, gönnt sich damit auf jeden Fall einen kleinen Döner oder sonstiges. Auf blauen Feldern bekommen wir 3 Münzen Bonus. Mal schauen, was Wario so anstellt. Eine glatte 4. Auf roten Feldern, oh. Aber zuerst erkläre ich euch das Feld. Das ist ein Item-Gewinnspielfeld. Los, jetzt hat Wario die Gelegenheit. Ein vermaledeites Item zu gewinnen. Oh je. Yeah. Ja gut. Bin mal gespannt, was es sich holt. Das war der Fail des Jahres. Okay, Wario. Ja, das sollte natürlich nicht passieren. Man kann ihn nämlich auch failen, wie man gerade bemerkt hat, wenn man Mini-Bowser oder Baby-Bowser bekommt. DK hat jetzt das gleiche Spiel. Wir werden sehen, was er aus dieser Situation macht. Vielleicht hat der Affe ein wenig mehr Grips. Also ich für meinen Teil hätte mir den Goldpilz geholt. Ich erkläre euch dann kurz ein paar Items. Der normale Pilz, ja, der bringt einen dazu, dass man, in, wenn man ihn einsetzt, zweimal würfeln darf. Der Goldpilz, den DK sich gerade geholt hat, der darf sogar dreimal jetzt würfeln, wenn man ihn einsetzt halt. Das kann schon ziemlich, ziemlich nützlich sein. Der Schlüssel öffnet ein Tor, das in der Welt hier versteckt ist. Das ist eine Abkürzung, ein Secret-Raum oder sonst was beinhalten kann. Oh, Luigi kommt mir nach. Ja, die Mario Brothers halt. Aber er darf jetzt auch schön blechen. Und ja. Hi, Bro.
Und nach jeder Runde kommt auch ein Minispiel. Hier klaue ich die Items gleich weiter. Was spielen wir denn? Die Rennbahn. So, da ich das jetzt alles zum ersten Mal spiele, muss ich mir das natürlich jetzt nochmal genau anschauen. Ich kenne die Spiele zwar, aber die Steuerung jetzt nicht so wirklich. Ja, ja. Dück, dück. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich wollte mir eigentlich die Steuerung anschauen, aber anscheinend will das nicht. Ah, einfach... Nee, doch nicht. Nö, raff ich nicht. Ah, einfach nur... Ah, jetzt habe ich es geblickt. Ah, jetzt habe ich es geblickt, ja, ja. So. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall keine Glanzleistung. Definitiv keine Glanzleistung. Aber naja. Was zählt ist der Sieg. Damit stehe ich jetzt auf 1. Ich werde mir vor dem nächsten Part auf jeden Fall meine Steuerung nochmal anschauen. Ich wollte mir nämlich gerade die Steuerung anschauen, bin aus Versehen auf Start gegangen. Und ja. Oh, das Bowserfeld sollte man nicht berühren. Hier kann ich mein Item leisten. Was gibt's denn so Schönes? Schwachsinn. Okay. Halt's Maul. Danke. Wario darf auch kassieren. Oh, er kassiert jetzt Bowser. Jetzt sehen wir auch gleich, was hier passiert. Jetzt darf Bowser schön entscheiden, was mit Wario passiert. Auf jeden Fall immer nichts Gutes. Okay, das bezieht jetzt sogar mich mit ein. Oh, nein. Doch, doch, es könnte mich mit... Oh, nein. Ein Chance-Time. Das kann jetzt richtig eklig werden. Er bestimmt jetzt irgendein Vollidiot. Ja, natürlich ich. Du kleiner Flachwichser. Ja, ich darf jetzt 30 Münzen Bowser geben. Danke, damit war's das mit meinem ersten Platz. Ich bin komplett pleite. Und, ja. Darf eigentlich nach Hause gehen. Hätte ich mir doch ein Item kaufen sollen, ey. Entschuldige den Lag gerade, bisschen irgendwas hat dieses Game an sich, das mir gerade nicht so gefällt. Luigi nutzt die Abkürzung für 5 Münzen. Was es ihm bringt, weiß kein Mensch. Nun ja. Alle gegen Wario. Ah, Kirmeskran. Okay. So, jetzt will ich es nochmal testen. Wie kann ich mir die scheiß Steuerung anschauen? Eigentlich bei Next, ne? Aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. YOLO. Ich werde alles herausfinden, wie es funktioniert, Ende. So, hier ist es einfach ganz schnell A drücken. Wario muss jetzt uns wie in einem Kürbiskran in die Löcher befördern. Er nimmt sich zuerst DK, komm DK. Reiß dich los! DK! Oh, so ein Versager. Oh, er will jetzt mich. Ganz schnell abdrücken, ganz schnell abdrücken, ganz schnell abdrücken, ganz schnell abdrücken. Ah! Versagt. Okay, das kann er jetzt eigentlich schon gar nicht mehr schaffen. Höchstens er nimmt sich jetzt die Zeit. Nö, der ist zu blöd dazu.
Ja, nimm dir die drei. Ja, so ein Volltrottel. Versagt. So, mit dieser Niederlage des Warriors und unserem Sieg. Boah, ich kann das Geld echt gut gebrauchen. Ich bin gerade mal Dritter, ey. Werden wir den Part auch beenden. Und im nächsten Part erkläre ich euch weitere Einzelheiten. Bis dann und ciao, Leute.